So, hallo, hier spricht Peter. Ich bin vor dem Caritas-Gebäude hier, Haus Eulenhorst. Und hier ist auch so ein Auto, also ein Wagen. Und Caritas kommt natürlich von der fürsorglichen, ne, Care und so, das was man im Englischen, also im Caritas heißt halt die fürsorgliche Liebe, anders als Eros oder Agape. Naja, okay. Auf jeden Fall haben wir hier, was, bitte warten. Na, haben wir hier das Haus, in dem ich seit, ach, ich würde sagen, über 4 Jahren schon einer Bewohnerin Unterricht gebe im Klavier. Und das wollte ich nur mal kurz dokumentieren, tatsächlich, dass das hier stattfindet. Und zwar ist das immer wie heute, die donnerstags, also ich bin immer donnerstags hier. Heute ist übrigens der 7. Juni 2018 und ja, hier unterrichte ich halt ja, Klavier. Wenn ich es kurz beschreibe, es ist immer wieder wie so eine kleine Wundertüte und zwar tippe ich immer eine Melodie an, insofern, dass ich sie anspiele. Meine Haupttätigkeit besteht darin, alle Melodien nach C-Dur zu transponieren, was durchaus geht. Und das Seltsame ist, die Ank oh nee, ich muss aufpassen. Also die Bewohnerin kann praktisch dann das Lied weiterspielen, weil sie das irgendwie im Ohr hat. Also sie spielt einfach nur nach Gehör, spielt auch nur mit einer Hand, also mit der rechten Hand, hat auch eine linke Hand natürlich, aber sie spielt nur mit einer Hand und spielt immer die Melodie. Und noch was, was ich sagen wollte, ist, dass ich die Rückmeldung bekam, nachdem ich damals anfing, nach einem halben Jahr, hieß es auf einmal, die Bewohnerin hätte ein helleres Gemüt, also sprich die Musik hätte ihr geholfen, oh, ich kann mal ein bisschen unten angehen, also die Musik hätte ihr geholfen, irgendwie, ja, freundlicher, heller, mehr zu lächeln, fröhlicher zu sein. Das fand ich eine sehr schöne Rückmeldung, nach einem halben Jahr, wie gesagt, weil Musik natürlich eine globale Sprache ist und natürlich auch die Sprache des Herzens, ne? Caritas ist auch was durch Herz, also Fürsorge. Kardiografie und so, ne? Cardio ist da auch drin, also die herzliche Liebe, die fürsorgliche Liebe. So, und das fand ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Das war eine sehr schöne Rückmeldung, dass tatsächlich mein Klavierunterricht, also es ist eigentlich fast schon musiktherapeutisch und dass das halt möglich war, beziehungsweise. Ja, das hat mir ein Mitarbeiter ermöglicht, der hier arbeitet, hat gefragt, ob ich das machen wollte und habe das dann jetzt gemacht. Oder seitdem mache ich das und daher wollte ich das hier mal dokumentieren. Übrigens noch eine Beobachtung, sage ich jetzt mal. Ohne, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich sage es dennoch. Und zwar bin ich der Meinung, es sind Menschen, die ja anders sind, die beeinträchtigt sind beziehungsweise ja geistig anders sind, sage ich jetzt mal. Und was mir auffällt, ist, dass eine menschliche Entspanntheit herrscht. Tatsächlich ist das bei normaleren, ja, oder, na, das ist schwierig. Also bei anderen, also die nicht so sind, ja, Menschen, die nicht so sind, ist tatsächlich die Atmosphäre menschlich angespannter. Oh, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt. Ich möchte es gerne, ja, wie soll ich sagen, wertschätzend in alle Richtungen. Ich möchte nur feststellen, wie gesagt, dass es eben menschlich entspannt ist, wenn ich da bin und es alles so, ja, ich würde fast sagen, mir kommt das fast so ein bisschen wie in meiner Kindheit vor. Also jetzt, wenn Kinder zusammen sind, ist es tatsächlich auch irgendwie, wie soll ich sagen, menschlich entspannter. Oder zumindest kann es sein. Naja, okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber hier ist es wirklich so, und daher kann ich Menschen gut verstehen, die in dem Bereich arbeiten, weil es eben ja eine erfüllende Aufgabe ist. Ich durfte tatsächlich auch mal im Krankenhaus Zivildienst machen. Das war natürlich ganz anders. Aber es war eben auch so, dass es erfüllend war, weil man anschließend von der Station ging, ne, in Würzburg damals, Station 4 West, Zivi,
Melde gehorsamst. Morgens um 6 stets aufgestanden. Nee, schon da gewesen. Ich glaube, 4:30 bin ich mal aufgestanden. Hatte Frühschicht bei Schwester Susi, die kann ich ja wohl nennen. Ja, das Ganze ist jetzt schon gut. Ach, 30 Jahre her. Ja, genau, 30 Jahre. Insofern, ja, also wie gesagt, so als Zivi da in Würzburg damals, Station 4 West im Lucra, Luitpold-Krankenhaus der Universitätskliniken Würzburg, habe ich mein Zivildienst gemacht. Und da war es auch so, dass der Tag an sich praktisch so vollständig war, dass man, also wenn, als ich dann, nicht Mann, also als ich dann von der Station ging, dann war das irgendwie so vollständig. Man hatte, also ich hatte halt geholfen, ne, verschiedene Sachen, Wasser gebracht oder, weiß ich, Betten gemacht und den Schmutzraum fertig gemacht und Sachen zusammengelegt oder Sachen irgendwo hingebracht. Also es gab immer viel, viel zu tun. War so Mädchen für alles sozusagen. Und ja, das war eine Sache, die eben irgendwie erfüllend war, weil man anschließend von der Station ging und irgendwie dachte, heute habe ich wieder was Sinnvolles und Vollständiges gemacht. Und tatsächlich kann ich verstehen, dass Menschen dann praktisch im Krankenhaus in Anführungszeichen hängen bleiben, weil man einfach denkt, das ist doch toll. Das ist dann so ein eigener Kosmos so ein bisschen tatsächlich. Wir wohnten da auch in der Nähe, Zinkelsweg, kann ich ja sagen. Meine Schwestern oder Zivilwohnheim waren auch viele Krankengymnastinnen tatsächlich. Es gab mehr Frauen oder eigentlich nur Frauen als, und Hebammen waren auch da. Wir haben immer am Lagerfeuer halt dann uns getroffen, haben halt ja, Gitarre geklampft. Da habe ich übrigens Gitarre gelernt und immer so hinterher gezupft. Ne? Also immer der, wie ist er, Thomas, ich sag mal den Nachnamen nicht, der hat dann später Medizin studiert, seines Zeichens. Ich glaube, aus Wolfsburg war der und der war richtig groß. Der war sicher über 2 Meter. Ja, ich wüsste auch den Nachnamen, aber den sage ich jetzt nicht. Oder Josef zum Beispiel war auch da. Und ja, das waren die Sachen, die eben damals. Ach, wir haben da auch so eine kleine Kassette damals gemacht, richtig. Zivi-Song gab es damals auch schon. Haben wir auch schon mal. Ich weiß gar nicht, wo die Kassette ist, Mensch. Vielleicht, wenn Josef das sieht, der ist ja jetzt auch irgendwie ein bisschen medial unterwegs. Vielleicht kriegt er die. Ein Traumtänzer hieß die damals. Genau, haben wir eine kleine Kassette gemacht. Und eben dann haben wir eben da fröhlich ja, gelebt, gearbeitet und immer wieder gefeiert. Insofern, dass es Lagerfeuer gab und wir da rumsaßen und eben ich hatte tatsächlich die Gitarre von meiner Schwester ausgeliehen und mitgebracht und dann durfte ich praktisch hinterher klampfen. Also das heißt, es wurde immer geschrummt. Wenn viermal geschrummelt wurde, dann konnte ich beim zweiten oder dritten mitschrummeln. Also es ging immer tack, bum, bum, bum. Immer das bum, bum, bum war ich. Und das tack war halt immer dann, konnte ich sehen, wie der Akkord aussah, gegriffen aussah. Ne? Dann griff er also G, machte G und dann beim zweiten G war ich dabei. So. Naja, aber übrigens, das Akkorddenken kannte ich natürlich vom Klavier. Daher war das nicht so eine Schwierigkeit. Also sprich, Kadenzen waren mir schon geläufig. Hatte ja auch schon so ein bisschen Tonsatz natürlich gemacht schon damals. Okay, ich rede so viel. Es wird jetzt langsam auch fertig hier. Ist doch hübsch hier. Also dieser Baum kann sich nicht von der DSVG, wie heißt sie denn, Datenschutz, DSGV so rum, beschweren. Ja, lebt auch, aber na, Herr Baum, ich bin so frei. Also, damit habe ich jetzt dokumentiert, dass es hier das Haus Eulenhorst gibt. Übrigens, da gab es mal die Idee, dass die Eule Horst mal ein Lied bekommt. Naja, okay, aber es gibt, glaube ich, sogar eine Eule, die Horst heißt, und dann könnte die eigentlich mal ein Lied bekommen. Und in diesem Eulenhorst von Koblenz, das darf sei gesagt, ich zeige mal hier das Viertel, das ist hier halt Metternich. Bekannt von Fürst Metternich und so war man gut, glaube ich, hier auch. Obwohl, das hat auch wieder was mit Würzburg zu tun, weil da gibt es auch einen Metternich, glaube ich. Nee, Fürst Metternich, Sekt kommt daher, richtig. Naja, auf jeden Fall. Also hier in Koblenz haben wir halt das Haus Eulenhorst. Da gibt es eine Mitbewohnerin, eine Bewohnerin, die von mir seit auch über 4 Jahren jede Woche, also wenn ich kann oder wenn wir beide können, jede Woche eben eine Stunde Klavierunterricht kriegt im Sinne von musiktherapeutisch Musik machen.
wollte ich nun mal dokumentieren. Übrigens, in diesen Häusern habe ich eigenhändig viele, viele Visitenkarten zur Bundestagswahl verteilt. Naja, 383, immerhin. Okay, es geht aufwärts. Damit alles Gute und bis später. Es grüßt Peter. Tschüss.